Herzlich willkommen zum neuen Marktupdate hier bei BX Swiss TV. Ein bisschen holprig ist der Start verlaufen in die neue Börsenwoche gestern am Montag. Da ging es zuerst runter, dann haben wir uns im Schweizer Aktienmarkt leicht ins Plus vorgekämpft, um dann am Nachmittag wieder zu fallen und den Tag mit etwas mehr als 1% Minus zu beenden. Heute sieht das Ganze jetzt etwas anders aus, denn auch in Amerika ging es etwas auf und ab und dort haben aber die Märkte dann am Schluss mit grünen Vorzeichen geschlossen. Besonders Tech-Werte sind gut gelaufen und auch die Vorgaben aus Asien waren gut. Dementsprechend sind wir heute nun im SMI auch schon mit 1,5% plus gestartet. Der Index hat die 10.200er Marke überwunden zunächst. Dann ein bisschen um diese Marke herum gependelt und aktuell ist es nun wieder so, dass wir leicht einen Vorwärtsgang drin haben und bei 10.230 Punkten stehen. Die größten Gewinner findet man heute im Finanzsektor und auch bei den Zyklikern. Beispielsweise gab es positive Analystenkommentare und Kursstilanhebungen bei der Credit Suisse, aber auch bei der Swiss Life und der Swiss Re. Und das hat die dortigen Kursgewinne gestützt und sorgt für Pluszeichen, die nun zwischen 2 und 3% liegen. Im Großen und Ganzen sind die bestimmenden Themen nach wie vor dieselben. Auf der einen Seite Sorgen und Angst vor einer zweiten Corona-Welle. Andererseits dann noch weiterhin der Optimismus auf eine positive, starke konjunkturelle Erholung. Das wird dann auch die nächsten Wochen auf jeden Fall noch so sein, denn von Unternehmensseite, da müssen wir uns noch ein paar Wochen gedulden, bis dann die Unternehmen jeweils dann die Zahlen zum zweiten Quartal bzw. zum ersten Halbjahr veröffentlichen. Und ja, die Marktteilnehmer werden somit auch sich in der nächsten Zeit noch mit den Wirtschaftsdaten beschäftigen. Aktuell sind in dieser Woche viele Einkaufsmanager-Indizes nun im Fokus. Aber auch beispielsweise in Deutschland der IFO-Index, der wird für morgen erwartet und die Prognosen gehen davon aus, dass bei der Beurteilung der aktuellen Lage 84 Zähler erreicht werden und bei den Aussichten und also die Erwartungen, dass die auch einen weiteren Anstieg erfahren auf 86 Zähler. Ein Thema, was auch hier bei uns in der Schweiz natürlich heiß diskutiert wird, ist natürlich der ganze Fall rund um das Unternehmen Wirecard. Der DAX-Titel beherrscht in Deutschland nun die Börsenschlagzeilen, aber auch hier in der Schweiz wird über dieses Thema gesprochen, das sicherlich so in dieser Form für einen DAX-Titel einmalig ist. Auch hier bei uns an der BX Swiss wird die Aktie rege gehandelt. Letzten Donnerstag war das ja noch zu einem Kurs von über 100 Euro gehandelt worden, das Papier. Und als dann die Nachricht rauskam, dass eben der Jahresabschluss für 2019 wieder erwarten nicht vorgelegt werden kann und noch viel mehr der Grund dafür, nämlich dass der Wirtschaftsprüfer das Testat verweigert, das hat natürlich sofort dafür gesorgt, dass die Aktie binnen Minuten regelrecht kollabiert ist. Im Tief war die Aktie nun bis heute in der Zwischenzeit bei unter 13 Euro zu finden. Und die Schlagzeilen oder die Vorwürfe, die die Financial Times hervorgebracht hat in der Vergangenheit, die scheinen sich nun zu bewahrheiten. Was ist passiert? Nun, der Wirtschaftsprüfer hat gesagt, dass es für rund 1,9 Milliarden Euro, die sich auf Treuhandkonten befinden sollten, dass es hier keine hinreichenden Beweise gibt oder Unterlagen, die dies zweifelsfrei belegen. Und im Fall von Wirecard sind diese 1,9 Milliarden nun eben rund ein Viertel der Bilanzsumme. Und das ist natürlich schon ein starkes Stück. Sieht so aus, dass diese Guthaben gar nicht existieren. Der CEO, der amtiert hat, der ist letzten Freitag zurückgetreten. Und wie das Ganze nun weitergeht, das wird natürlich in den kommenden Wochen und Monaten eine ganz heiße Kiste werden, denn es gibt einige Faktoren, die hier nun wichtig sind. Das sind auf der einen Seite die Banken, die Kredite gegeben haben. Die haben zwar auch schon gesagt, dass sie natürlich nicht daran interessiert sind, dass Wirecard fällt, aber dennoch muss hier natürlich für die Zukunft ein Plan erarbeitet werden. Als weitere Hiobsbotschaft war ja nun auch von der Ratingagentur Moody's, dass man ein bisher zuvor auf Ramschniveau gesenktes Ratingurteil nun gänzlich zurückgezogen hat, mit der Begründung, dass man eben kein Rating vergeben kann, wenn man überhaupt nicht weiß, wie die aktuelle bilanzielle Situation des Unternehmens ist.
Generell muss man natürlich untersuchen, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Hier ist natürlich auch der Wirtschaftsprüfer noch gefragt für die Jahresabschlüsse der letzten Jahre. Ja, was das angeht, ist natürlich damit dann auch verbunden die Frage, wie viel das Geschäft denn von Wirecard denn überhaupt wert ist. Und das ist dann schon natürlich der Aufhänger für ein weiteres Thema, nämlich aktuell die Übernahmespekulationen, die jetzt ja nun hier auch aufkommen. Da gibt es ja nun Akteure, die sagen, naja, wenn das Ding so weit gefallen ist, dann wäre das doch ein Übernahmekandidat. Aber vor dem Hintergrund, dass man nicht weiß, wie viel das Geschäft überhaupt in Gänze komplett wert ist, auch von den letzten Jahren her gesehen, ist das natürlich ein sehr, sehr großes Fragezeichen. Und die Marktakteure sagen natürlich, dass man sich davon nicht blenden lassen soll, dass jetzt der Kurs dermaßen kollabiert ist. Das heißt noch lange nicht, dass das Unternehmen nun ja günstig bewertet ist. Und auch vor allem, was die zukünftigen Aussichten angeht, hier ist natürlich eine weitere große Frage, wie werden sich die Partner und auch die Kunden, die Wirecard hat, in Zukunft verhalten? Werden die weiter mit Wirecard zusammenarbeiten? Technisch gesehen ist das Unternehmen ja scheinbar wirklich gut aufgestellt, aber der Ruf ist natürlich nun massiv angekratzt. Und das sind, wie gesagt, sehr, sehr viele Fragezeichen, die nun hier im Raum stehen. Die müssen beantwortet werden. Und wir werden daher auch mit Sicherheit in Zukunft noch weiterhin Updates geben hier bei BXWIST TV.